Laufen und Walken für einen guten Zweck. An Christi Himmelfahrt fiel in der Hofheimer Altstadt der Startschuss zum 13. Höchster Kreisstadtlauf. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schon vor dem Start kamen über 15.000 Euro nur durch die Startgebühren zusammen, die der Leberecht-Stiftung gutgeschrieben werden. Vom Hofheimer Untertor führte die 10 Kilometer lange Strecke weiter nach Zeilsheim und schließlich nach Höchst zum Schlossplatz, an dem ab 13 Uhr ausgelassen gefeiert wurde. Die Gewinner erhielten Urkunden sowie Gutscheine für die Rhein-Main-Therme in Hofheim.